Ganz schön, dass du bei mir reinschaust. Heute zeige ich dir eine Schale aus einem ganz besonderen Knetbeton. Wir machen alles selber, den Knetbeton und auch das Einfärben mit einer ganz tollen, einfachen Methode. Etwas, was du, sagen wir mal, 90% der Deutschen wahrscheinlich im Haushalt hast. Und als Vergleich habe ich extra mal hier die Betonmuscheln hingelegt. Die hatten wir schon mal als Abdruck gemacht mit selbstgemachter Knete. Und so schön wird dann die Farbe von unserem selbstgemachten Knetbeton. Und wie die Schale geht, zeige ich natürlich auch. Und dann hoffe ich, du hast Spaß daran. Es gefällt dir. Und dann legen wir einfach mal los. Den Darkbeton, Antikbeton, braucht ihr erstmal ein Gefäß, wo was drin anrühren. Das ist jetzt meine Schüssel, wie ich immer benutze. Da habe ich als letztes den rosanen Beton eingefärbt mit und gemacht. Das habe ich euch gezeigt, wie man Beton in allen Farben machen kann. Wenn das mal hart wird in der Schüssel, dann lasst es wirklich ganz hart werden und dann klopft es einfach aus dem Boden mal aus, dann auf, dann platzt das ab und ihr bekommt die Schüssel wieder einigermaßen sauber. So, was brauchen wir? Als erstes rate ich immer zu Einweghandschuhen und einem Mundschutz, da der Staub vom Zement nicht ohne ist. Der ist wirklich schädlich für die Augen und die Atemwege. Kinder würde ich wegschicken und am besten würde ich es draußen. Und ich würde es auch wirklich ganz langsam schütten. So, das Mischverhältnis. Wir brauchen zwei Teile Zement. Dann könnt ihr den weißen nehmen oder den grauen, wie ihr das möchtet. Ein Teil Sand, feinen Sand. Bei mir ist es hier Sahara-Sand. Das ist der Sand vom Sandkasten meiner Kinder. Und dann brauchen wir ein Teil, das macht so schön dunkel und toll, Kaffeemehl. Benutzten Kaffeesatz, den könnt ihr feucht oder getrocknet hineintun. Wenn er feucht ist, muss es sofort bearbeitet werden. Ihr könnt es aber auch trocknen. Ich habe jetzt mal ein paar Tage rausgestellt, immer mal durchgedrückt. Und das ist jetzt die Grundlage. So, dann schütten wir den Sand hinein. Wenn ihr den Zement schüttet, bitte, bitte ganz vorsichtig, weil der staubt gern. Und wie gesagt, das ist gefährlich. So. Wenn da so Klümpchen drin sind, das kommt vor, wenn er ein bisschen offen steht. Die zerdrücken wir dann, das ist nicht schlimm. Während dem Mischen werden wir die zerdrücken. So, und dann kommen wir zu unserem Kaffeemehl. Das muss ich wirklich nochmal abmessen in der Dose, weil ich es in der Schüssel habe trocknen lassen. Ich denke, das Mischverhältnis stimmt total wirklich. Prima. Ich nehme dann immer so eine Dose. Wie gesagt, zwei Teile Zement, ein Teil Sand und ein Teil Kaffeemehl. So. So, Mischverhältnis stimmt so. Und jetzt mischen wir das langsam und vorsichtig durch, bis keine Klümpchen mehr sind und alles gut verteilt ist. Wirklich alles gut verteilt. Das ist jetzt alles gut gemischt. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, möchte ich Knetbeton machen oder möchte ich ein Gießbeton machen? Beim Gießbeton kommt jetzt einfach nur Wasser hinzu, was gut durchgemischt wird. Und dann sollte der so sein wie, ja, wie einen dicken Saft, den man dann schütten kann. Wie flüssigen Honig, sage ich immer, so ist er dann ideal. Für den Knetbeton nehmen wir jetzt normales Spülmittel, Sorte und Farbe ist ganz egal, und geben ein gutes Schnapsgläschen voll in unsere Mischung. So, und darauf gießen wir jetzt einen Teil Wasser. Das kommt halt immer darauf an, wie viel Beton mischt ihr an. Das ist dann ganz unterschiedlich. Und jetzt seht ihr, jetzt kommt erst die Farbe.
Und dann müssen wir gut durchgießen. Immer mal Wasser nachgießen. Und jetzt, der sollte wirklich wie Knetgummi sein, wenn er dann mit Wasser immer wieder aufgefüllt wird. Wenn er ein bisschen zu flüssig ist, dann macht einfach noch mal ein bisschen Sand dazu. So. Alles schön kneten, bis es eine richtig tolle Knetmasse ergibt. Nochmal als Tipp, bei Knetbeton, der muss so richtig flutschen durch die Hände und vielleicht sogar so mini Bläschen machen durch das Spülmittel. Und wenn das nicht ist, dann gebt nochmal Spülmittel dazu. So, meiner ist jetzt ideal. Ihr seht, das ist so eine schöne feste Pampe. Und so sieht jetzt der Darkbeton als Knetbeton aus. Flüssigbeton, wie gesagt, einfach Spülmittel weglassen, mehr Wasser nehmen. Und wer es noch kräftiger von der Farbe möchte, der muss halt das Kaffeemehl, den Kaffee nehmen, der direkt aus der Packung kommt, der noch nicht aufgebrüht war, also kein gebrauchter. Ich nehme lieber Sachen, gerade bei Lebensmitteln, die schon gebraucht waren. Kaffeemehl nehme ich dann sonst entweder zum Düngen für meine Blumen im Garten und die Blumen im Fenster. Aber halt dann immer das Gebrauchte. Jetzt nehmen wir unsere vorbereitete Glasschale. Der Knetbeton ist angerührt. Und dann setzen wir uns rundherum den Knetbeton darauf, drücken uns fest. Ihr könnt auch Muster drauflegen oder Aussparungen, aber wir müssen jetzt erstmal komplett die Schale damit eindecken. Wenn ihr sagt, es knetet noch nicht so gut, wie gesagt, noch mal ein bisschen Spüli dazu. Habt ihr zu viel Wasser erwischt, einfach noch mal ein bisschen Sand dazu. Und dann decken wir die ganze Schale, die auf dem Kopf steht, prima mit dem Knetbeton ein. Nachher gehen wir dann noch über die Übergänge. Aber jetzt bitte erstmal alles komplett damit eindecken. Und so ist jetzt die Schüssel komplett eingepackt. Es müssen Minimum 1,5 cm Darkbeton, Antikbeton da drauf sein. Schön flach drücken. Man kann auch mal die Handschuhe feucht machen und noch mal drüber hinwischen und den Boden antrünken, dass die Schale dann nicht wackelt. So, nochmal in Form bringen. So, dann könnt ihr sie entweder so lassen oder wenn ihr ein Muster haben wollt, so ein leichtes, dann nehmt ihr einfach Luftpolsterfolie und setzt die drauf und drückt die mal ein bisschen fest. Dann lässt ihr die Schale, könnt ihr auch extra noch Falten legen, das sieht wirklich toll aus. Und dann muss die Schale so eine Weile trocknen mit Folie neben dem Muster. Und so nach einem halben Tag würde ich das vorsichtig abziehen. Ihr könnt es auch noch ein, zwei Tage drauf lassen. Und dann muss der ganze Antikbeton gut durchtrocknen. Das dauert ein paar Tage. Und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. So, meine Betonschale mit dem neuen eingefärbten Beton ist jetzt wirklich gut getrocknet. Und der Vorteil daran ist, ihr könnt die prima an der Frischhaltefolie rausziehen. Und nur wenn es rausziehen geht, dann ist die Schale auch trocken. Wenn das hakt und will nicht, dann klebt das noch fest und dann braucht ihr gar nichts machen, dann geht es euch nur kaputt. Also lasst es wirklich gut trocknen.
Das ist mein Tipp. Also wirklich aufpassen, geht es nicht raus, dann ist es zu feucht. Trocknen lassen. So, jetzt können wir die Ränder noch schleifen mit einem Schleifpapier oder so einem Schwämmchen. Ich nehme am liebsten so ein Schwämmchen und fahre dann nur vorsichtig über die Ränder drüber hin. So, und nun ist unsere Schale mit dem Anti-Dark-Beton, den wir mit Kaffeemehl eingefärbt haben, wirklich Das trocken. Muster auch mit Noch der Luftpolsterfolie und so schön in der Farbe ist es dann. So, und dann wünsche ich wirklich euch eine wundervolle kreative Zeit. Hofft, die Schale hat euch gefallen. Ihr könnt tolle Sachen damit machen. Was man noch damit machen kann, zeige ich dann im weiteren Video. Und dann wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Liebe Grüße und bis bald. Tschüss.